Okay, hi. Hallöchen. Also, wir wollten euch heute mal erzählen, was so die Vorteile vom Fasten sind, was so die Beweggründe sind, warum du vielleicht mal fasten solltest, vielleicht dir das mal durch den Kopf gehen lässt. Genau. Und ja, also ich denke mal, ein ganz großer Grund so fürs Fasten ist einmal, den Körper zu reinigen und gleichzeitig aber auch die Emotionen, die Gedanken. Also das geht immer alles einher, ist halt immer ganzheitlich zu betrachten. Und ja. Ja, ich finde beim Fasten schön oder die Auswirkung, dass der Körper in der Zeit, wo du ihm keine Nahrung zuführst, also keine stoffliche Nahrung, sondern eventuell nur flüssige Nahrung, vielleicht auch beim Trockenfasten gar nichts, dass der Körper Zeit hat, sich zu regenerieren, also für das, wo er sonst gar keine Zeit für hat, weil er die ganze Zeit mit Verdauen beschäftigt ist, kann er in dieser Phase machen. Also er kann Dinge rausschmeißen und aussortieren und die sonst abgelagert werden, weil du immer wieder was nachfütterst sozusagen. Genau. Ja, die meiste Energie, die geht eben einfach in die Verdauung. Und sobald dieser Prozess mal nicht im Gange ist, hat der Körper wirklich Zeit zu heilen. Und die meisten Menschen essen zu viel. Und man kann da ganz klein auch anfangen. So für jeden ist es was, einfach mal das Frühstück wegzulassen und Frühstücksfasten einzuführen. Dann hat der Körper wirklich jeden Tag so die Zeit, mal zu heilen, eine Zeit lang. Ist nicht mit der Verdauung beschäftigt. Man kann sich komplett um die Regenerationszeit, um die Regeneration kümmern. Und Tiere machen sowas auch oft instinktiv, wenn sie verletzt sind, verwundet sind. Also Wundheilung ist zum Beispiel so ein anderer Punkt. Wunden heilen viel schneller. Und das kann jeder feststellen, wenn man fastet, wenn man einen Unfall hatte, die Wunden heilen viel schneller. Genau, und Fasten ist auch ein guter Punkt, um danach die Ernährung vielleicht umzustellen auf was Gesünderes. Also du kannst quasi aus dem alten Programm aussteigen, indem du halt eine Pause einfügst durch das Fasten und dann im Anschluss kannst du halt überlegen, okay, du kannst ganz bewusst Dinge weglassen oder halt neue Dinge integrieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel bisher Fleisch gegessen hast, kannst du versuchen, danach das Fleisch wegzulassen. Oder du möchtest deinen Rohkostanteil erhöhen, dann kannst du halt da versuchen, danach das halt leichter einführen. Oder auch wenn du den Zucker weglassen willst oder so Sachen, sind halt nach einem Fasten viel, viel leichter, weil du einfach dein normales Essverhalten unterbrochen hast. Genau, der Geschmack normalisiert sich wieder. Du genießt nach dem Fasten, egal was es ist, du genießt den ersten Schluck Wasser, du genießt den ersten Apfel, in den du reinbeißt. Das kann was ganz Banales sein, nichts Gemischtes. Und du genießt es wieder mit einem anderen Gefühl. Und bist wirklich mal wieder dankbar so, für sowas zu essen. Genau. Ja. Ich glaube, da können wir es erstmal bei belassen. Falls dir noch Gründe einfallen, schreib die gerne in die Kommentare. Ansonsten ist das ein Video unserer Fastenserie. Also wenn du die anderen noch nicht geschaut hast, dann klick dich auch durch die anderen Videos, wenn sie denn schon erschienen sind. Und wenn du Lust hast, im November machen wir zusammen einen Fastenretreat, wo du in der Gruppe für 8 Tage gemeinsam fasten kannst. Und wie ist das aufgebaut? Also wir werden es so machen, dass wir 2 bzw. 3 Entlastungstage haben, wo wir einfach mal ja, den Körper schon mal ein bisschen runterfahren, schon einfach bessere Nahrung geben. Und damit er sich eben auf das Fasten vorbereiten kann, dann wollten wir 3 Tage fasten und danach dann nochmal 2,5, 3 Aufbautage anhängen. Genau. Und wollten uns das wirklich ganz langsam machen, damit man sich da wirklich einfach nur das kennenlernen kann. Das ist kein Wettkampf. Da geht es einfach wirklich darum, um den Körper zu reinigen, um die Gelegenheit zu geben, zu heilen. Genau, und um das einfach unter einer professionellen Anleitung zu machen, und da kannst du all deine Fragen stellen, all die Unsicherheiten, die sonst vielleicht auftauchen, und wirklich dir ganz viel Zeit nehmen, auch wieder anzufangen, weil das ist oft der schwierigere Part, so nicht das Weglassen, sondern halt dann wieder anzufangen,
und dann wieder einen guten Einstieg zu finden. Und dabei wollen wir dich gerne unterstützen. Ja. Alle Infos findest du unten in der Infobox, also schau da gerne mal rein. Wenn du noch Fragen hast, schreib die gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Genau, macht's gut. Tschüss. Ciao.